أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بتسكليش unserer Vortragsreihe über das Leben der Unfehlbaren, salatullahi wa salamu alayhim, waren wir nun angekommen bei Imam Hassan al-Askari, salatullahi wa salamu alayh. Der Imam alayhi salam wurde im Jahre 232 nach der Hijra in Medina geboren und starb im Jahre 260 nach der Hijra in Samarra. Und er war 28 Jahre alt, als er starb. Das heißt, wir sehen, auch dieser Imam starb in einem sehr jungen Alter. Genauso wie sein Großvater Imam al-Jawad, salatullahi wa salamu alayhi, der im Alter von 25 Jahren diese Welt verließ. Imam Hassan al-Askari, salatullahi wa salamu alayhi, ist ein Imam, über den leider die meisten Anhänger, die meisten Schiiten wenig wissen. Wir haben über Imam al-Jawad gesprochen, wir haben über Imam al-Hadi gesprochen, über diese vergessenen Imame in unserer Mitte. Und Imam al-Askari, salatullahi wa salamu alayhi, gehört zweifelsohne zu diesen Imamen, über die man wenig spricht, über die man wenig weiß. Und wenn man etwas über sie weiß, dann nur, dass er der Vater des Imams der Zeit, ajjalallahu ta'ala, farajahu sharif ist. Aber über sein Wissen, über seine Geduld, über seine Großzügigkeit, da wissen leider nur die wenigsten Anhänger wirklich etwas, was diesen Imam a.s. ausgemacht hat. Und wir haben spätestens seit den Vorträgen über Imam al-Jawad und über Imam al-Hadi gesehen, was für Schätze im Leben dieser Imame verborgen ist. Ich hoffe, ihr hattet ebenfalls diesen Eindruck, als man über das Leben dieser beiden reinen Imame gehört hat. Ihre Geschichten, ihr Wissen, was sie ausgezeichnet hat, ihre Begebenheiten und ihre Diskussion mit den Gelehrten ihrer Zeit in jungem Alter, mit Yahya ibn Akhtham. Dann hat man gesehen, was diese Imame wirklich für ein Potenzial haben. Und dann hat man sich umso schuldiger gefühlt, dass man sich nicht vorher mit ihnen beschäftigt hat. Und Imam Hassan al-Askari, salatullahi wasalamu alayhi, ist zweifelsohne einer der Imame, der zu diesen Imamen gehört, über den wir nur sehr wenig wissen. Und genau das möchten wir heute ändern. Weil es gibt Geschwister, und ohne Zweifel sind derzeit viele Geschwister im Irak, die eventuell Imam al-Askari a.s. in Samarra besuchen gehen. Die Askariyen, also Imam al-Askari und, wer noch? Imam al-Hadi a.s. Und wie kann es sein, dass wir vor dem Grab des Imams stehen und sagen, Assalamu alayka ya ayyuha al-Askari ibn Rasulillah. O Imam al-Askari, gewähre uns deine Fürsprache. Und wenn uns jemand fragt, wer ist überhaupt Imam al-Askari? Erzähl mir mal was über ihn. Zwei, drei Sätze über Imam Hassan al-Askari. Was wir sagen würden, wer ist sein Vater? Wer ist der nächste Imam nach ihm? Was würden wir noch sagen? Was wissen wir über die politischen Umstände, unter denen er gelebt hat? Was wissen wir über die Khalifen seiner Zeit, die abbasidischen Khalifen? Was wissen wir über den Hausarrest, unter dem er gestellt wurde? Was wissen wir über den Mordkomplott, der gegen ihn geschmiedet wurde, nachdem sein Vater, salatullahi wasalamu alayhi, getötet wurde? All das ist der Allgemeinheit der Schiiten verborgen. Und genau das möchten wir ändern, anhand dieser Biografie-Reihe über die Unfehlbaren, salatullahi wasalamu alayhim ajma'in. Denn ohne Zweifel hat Imam al-Askari unter besonders schwierigen Bedingungen gelebt. Wieso? Wir haben gesagt, bereits seit Imam al-Jawad alayhi salam haben sich die Abbasiden bereits darauf vorbereitet, dass jetzt bald in der nächsten Zeit der Mahdi, ajallallahu farajahu sharif, erscheinen muss. Sie wussten nicht genau, in welcher zeitlichen Abfolge das jetzt wird, aber sie wussten, irgendwann wird es kommen. Und wir haben auch erwähnt gehabt, die Imame selbst und das Alter, in dem sie Imam wurden, war bereits eine Vorbereitung darauf, auf das Imamat von Sahib al-Asr wa al-Zaman, ajallallahu farajahu sharif. Denn Imam Ali a.s., als er Imam wurde, war er in einem fortgeschrittenen Alter. Imam al-Hassan ebenfalls, Imam al-Hussein ebenfalls. Bis Imam al-Jawad kannten die Menschen keinen Imam, der 8 Jahre alt war, der die Position des Imamats betrat und er war 8 Jahre alt.
Ja, es gab Imame, die zu Lebzeiten ihres Vaters gelebt haben, die so jung waren, aber dass sie selber Imame waren in solch einem jungen Alter, war unbekannt. Imam al-Jawad hat es vorgemacht. 8 Jahre, wir erinnern uns, was er im Palast gemacht hat mit Yahya bin Ekthem. Nach ihm Imam al-Hadi hat es übertroffen. Imam al-Jawad war 8 Jahre alt, Imam al-Hadi war 6 Jahre alt, als er das Imamat betrat. Und auch hier musste wieder Yahya bin Ekthem dran glauben. Jetzt wussten die Abbasiden, okay, wir haben daraus gelernt. Wir erinnern uns, bei Imam al-Hadi haben die noch gesagt, okay, es mag sein, dass Imam al-Jawad einen Lehrer hatte, es mag sein, dass er besonders wissend war, intelligent, deswegen konnte er die Fragen beantworten. Bei Imam al-Hadi erst 6 Jahre alt. Was soll er schon in der Zeit gelernt haben? Welche Lehrer soll er schon gehabt haben, damit er jetzt eventuell so wissend wäre wie sein Vater? Das ist jetzt nur eine Wiederholung von der Biografie von Imam al-Hadi. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der Khalif dann jemanden geholt hat, der ihn beeinflussen sollte, der zu ihm sagte, oh Kind, rezitiere mir den Koran. Und der Imam a.s. begann in jungem Alter mit 6 Jahren den Koran zu rezitieren und sagte, wann der Vers herabgesandt wurde, wo er herabgesandt wurde, weswegen er herabgesandt wurde. Und als man ihn fragte, und wie geht es deinem Sklaven, diesem kleinen Jungen? Er sagte, sag nicht, er ist ein Sklave, sag, er ist ein Gelehrter von Al-Muhammad a.s. Das heißt, die Abbasiden haben daraus gelernt. Sie haben erkannt, diese Menschen haben ihr Wissen nicht durch Menschen, diese Menschen haben ihr Wissen durch Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmun ladunni, durch Ilham, durch Offenbarung auf das reine Herz der Imame der Ahlul Bayt, salatullahi wa salamu alayhim. Deswegen haben sie gesagt, Imam al-Hasan al-Askari, mit ihm müssen wir anders umgehen. Aber bevor wir erstmal dazu kommen, die Mutter von Imam Hasan al-Askari, salatullahi wa salamu alayhim, gemäß manchen Überlieferungen hieß sie Hudayfa, gemäß anderen Überlieferungen Sausen. Und sie war eines der hervorragendsten und gläubigsten und wissendsten Frauen dieser Zeit. Und sie stammte aus Nordafrika, aus Ägypten. Wir erinnern uns, wie viele Imame haben jetzt schon aus Nordafrika geheiratet? Seit Imam al-Sadr, Imam al-Kadhim, Imam Rida. Das heißt, wir haben viele, wie viele Imame der Ahlul Bayt, die aus Nordafrika geheiratet haben. Und wir haben darüber öfters gesprochen, wieso sie das getan haben, weil sie geschaut haben, inna akramakum indallahi atqakum. Der Angesehenste unter euch ist derjenige, der am Gottesfürchtigsten ist. Es gab Frauen in Medina, es gab Frauen in Mekka, sie haben aber die gottesfürchtigsten Frauen genommen, selbst wenn diese aus einer anderen Kultur oder einem anderen Land stammen sollten. Und das ist natürlich eine Lehre an uns in erster Linie. Daher, wenn wir sehen, wenn es um die Frauen der Imame a.s. geht, sehen wir immer den Zusatz, auch im Arabischen, wenn wir in den Biografien nachlesen, und sie gehörte zu den besten Frauen ihrer Zeit. Das finden wir immer, diesen Zusatz. Und sie gehörte zu den wissendsten Frauen. Und sie gehörte zu den gottesfürchtigsten Frauen ihrer Zeit. Der Vater von Imam al-Askari, ohne Zweifel Imam al-Hadi, salatullahi wasalamu alayhi. Und Imam al-Askari war der Zweitälteste. Imam al-Askari hatte einen älteren Bruder namens Sayyid Muhammad. Dieser älteste Bruder, den hat Imam al-Askari besonders geliebt, weil er sehr religiös, sehr gebildet, sehr gottesfürchtig war. Manchmal kennen wir das vielleicht aus einer Familie. Eine Familie, ein guter Vater, eine gute Mutter, aber die Kinder, manche sind gut, manche sind schlecht. Kommt in jeder Familie vor. Bei Imam al-Hadi a.s. war es ähnlich. Er hatte auf der einen Seite Imam al-Askari a.s., der nächste Imam von den Imamen der Ahlul Bayt. Er hatte Sayyid Muhammad. Er hatte auf der anderen Seite einen Sohn, der nicht religiös war. Ja'far al-Kadhab, der später zu Ja'far al-Tawab. Über ihn hatten wir auch gesprochen, werden wir am Ende inshallah nochmals als Erinnerung erwähnen. Dieser Sayyid Muhammad, den hat Imam al-Askari a.s. besonders geliebt. Daher, als die Nachricht Imam al-Askari ereilte, dass sein ältester Bruder Muhammad verstarb, was hat der Imam gemacht? Er hat geweint und hat sein Kleidungsstück zerrissen. Und die Menschen waren verwundert. Sie kamen zum Imam und sagten, oh Imam, du bist ma'sum, du bist unfehlbar, ihr seid die Zierde der Geduld, ihr seid die Zierde der Standhaftigkeit. Und der Imam a.s. sagte, Musa a.s., als er hörte, dass sein Bruder Harun starb, hat er genau das Gleiche getan. Es ist so, als wäre die Brust eng von der traurigen Nachricht vom Tod des Bruders und er müsste diese Brust befreien. Ja, das heißt, wenn zu uns Leute kommen, wieso weint ihr so sehr an Ashura, wieso
trauert ihr so sehr? Wieso schreit ihr? Wieso sagen wir alles? Wir finden alles, darüber haben wir gesprochen, über die Trauerzeremonien. Das alles haben wir von den Imamen der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alaihim, und wir haben auch unsere Grenzen gesetzt bekommen. Wie dem auch sei, der älteste Bruder von Imam al-Askari war also Sayyid Muhammad. Und er ist übrigens auch in der Nähe von Samarra begraben. Ja, das heißt, diejenigen, die nach Samarra gehen, den Imam besuchen. Wahrscheinlich wird es so sein, wenn sie mit einer Gruppe unterwegs sind, dass sie auch Sayyid Muhammad besuchen gehen, an einem Ort namens Balad. Und die Ziyara von Sayyid Muhammad, dem älteren Bruder von Imam al-Askari, ist besonders empfohlen. Wieso? Denn es heißt, unter seiner Kuppel werden die Bittgebete von Allah subhanahu wa ta'ala erhört. Und speziell die Bittgebete von Paaren, die keine Kinder bekommen. Dafür ist es bekannt, dass sie zu Sayyid Muhammad gehen, bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei seinem Recht darum bitten, dass sie Kinder bekommen und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie mit Kindern dann, ausstattet. Der Imam a.s. hatte weitere Geschwister. Er hatte einen weiteren Bruder namens Hussein, einen weiteren Bruder namens Ja'far und eine Schwester namens Aliya oder Aliya. Manchmal sehen wir, manche Eltern benennen ihre Tochter so, Aliya. Wenn man sie fragt, wieso, dann sagen sie, ja, es klingt schön, es klingt westlich, Aliya. Aber wenn wir jemanden benennen wollen, dann mit der Intention, dass es die Schwester von Imam al-Askari a.s. ist. Oder wenn wir jemanden Sausan nennen, dann mit der Absicht, dass es die Mutter von Imam al-Askari a.s. ist. Wir sollten stets versuchen, die Namen der Kinder, auch später, wenn wir inshallah Eltern werden, die Namen der Kinder immer gesegnet zu halten. Denn die Kinder haben ein Recht an uns, laut Imam Zainul Abidin, dass wir ihnen schöne Namen geben. Nicht in der Zeit der Jahiliyyah wie Harb oder Abdus Shaitan oder sonst irgendwas, Krieg. Wer will Krieg genannt werden zu Hause? Krieg, komm mal her. Kampf, komm mal her. Schwert, töt. Das waren Namen der Jahiliyyah. Die Namen der Ahlul Bayt, salawatullahi wassalamu alaihim, sind die schönsten Namen, die vergeben wurden. Sind einzigartige Namen, die vergeben wurden. Namen der Propheten, Namen der Imame, Namen, sodass, wenn jemand diese Namen hört, fragt, was bedeutet dein Name? Und dann soll er nicht sagen Krieg oder sonst irgendwas. Er soll sagen, mein Name bedeutet Löwe. Alhamdulillah, Haidar. Er soll sagen, mein Name bedeutet Ali. Wer war Ali? Ali war der Schwiegersohn des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Mein Name ist Hussein. Wer war Hussein? Und dann fängt man an, darüber zu erzählen. Das heißt, gesegnete Namen. Imam al-Askari hatte also mehrere Geschwister. Der ältere Bruder, Sayyid Muhammad, Hussein, Ja'far und Aliya. Und sein Beiname ist al-Askari. Und auch hier, wenn wir viele fragen, was bedeutet eigentlich al-Askari? Manche können darauf antworten, viele können darauf nicht antworten. Was bedeutet al-Askari? Wenn man darüber nachdenkt und Arabisch kann, al-Askari, Askar, Armee, hat vielleicht irgendwas damit zu tun. Das geht auch in diese Richtung. Und zwar war es früher so, dass manche Städte nicht immer eine Stadt zum Leben war. Manche Städte waren damals eine Armeebasis. Beispielsweise Kufa. Die Stadt Kufa war nicht immer eine Stadt, sie war zuerst eine Armeebasis. Das heißt, wenn eine Armee quasi von einem Land zum anderen gezogen ist, haben sie beispielsweise in Kufa Stopp gemacht. Kufa ist also eine Stadt gewesen, die eine Armeebasis war. Und sie wurde im Jahre 17 nach der Hijra, glaube ich, von Sa'd ibn Abi Waqas entdeckt, der Vater von Umar ibn Sa'd, Sa'd ibn Abi Waqas. Deswegen an dieser Stelle übrigens eine kleine Klammer, diejenigen, die sagen, ihr Schiiten seid nicht ganz dicht, ihr sagt, oder die sagen, die Iraker sind nach Kufa gegangen. Ja, wann war Radir Khum, in welchem Jahr? Wer weiß es? Nein. Im Jahre ungefähr 11 oder sagen wir mal 10 nach der Hijra. Das war das letzte Jahr des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Wann wurde Kufa entdeckt? 17 nach der Hijra, das heißt 6 Jahre später. Wie könnt ihr dann sagen, dass die Iraker nach Kufa gegangen sind in Radir Khum, obwohl Kufa zu der Zeit noch nicht entdeckt war? Das ist nur eine kleine Klammer, Randnotiz. Jedenfalls, Kufa war beispielsweise so eine Stadt. Samarra war genauso eine Stadt. Samarra war zunächst eine Armeebasis. Der damalige Khalif ging nach Samarra, sah, es ist eine Stadt, es ist eine schöne Stadt, man sieht den Tigris an der Seite, man sieht Bäume, es ist schön. Er hat sie Samarra genannt. Samarra kommt von drei Worten, Surra man Ra'a. Das heißt, erfreut ist derjenige, der es sieht. Ja, er hat diese Stadt so genannt, Surra man Ra'a, Samarra ist dann irgendwann daraus entstanden. Das heißt, jemand ist erfreut, wenn er diese Stadt sieht.
Deswegen Imam al-Hadi und Imam al-Askari, salatullahi wa salamu alayhim, wurden beide al-Askariyain genannt, weil sie in Samarra waren und Samarra war damals eine Armeebasis. Das ist der Grund. Deswegen, wenn wir jetzt gefragt werden, Imam Hassan al-Askari, wieso heißt er al-Askari, dann wissen wir jetzt, wieso er diesen Beinamen hat, salatullahi wa salamu alayhi. Und wie seine Vorväter hat er bereits auch in jungem Alter seine Vorzüge und seine Qualitäten deutlich gezeigt. Seine Qualitäten, sein Wissen. Wie seine Vorväter hat er sie in jungen Jahren bereits gezeigt. Einmal ging ein Gefährte spazieren durch die Stadt und er sah einen kleinen Jungen an der Straße, an der Ecke quasi am Weinen. Und da waren auch andere Kinder und die Kinder haben gespielt und der kleine Junge hat geweint. Und dieser Mann ging zum kleinen Jungen, er sagte, was ist los? Willst du Spielzeug, die anderen spielen und du nicht, du bist am Weinen, ich besorge dir Spielzeug, wenn du willst. Er sagte, nein, diese Welt wurde nicht erschaffen, damit wir spielen. Und der Mann war verwirrt. Ein kleiner Junge sagt ihm, die Welt wurde nicht erschaffen, damit wir spielen. Wieso, was meinst du damit? Er sagt, oh Herr, liest du denn nicht den Koran? Und der Mann war verblüfft. Ein kleiner Junge spricht auf einmal vom Koran und dass die Welt nicht zum Spielen erschaffen wurde. Wo bin ich hier gelandet? Er sagte, wie, was meinst du, welcher Vers? Er meinte, lies nach in Sura 23, Vers 115. Er sagt, ich habe keine Ahnung, was da steht. Was sagt denn der Vers? Und der Junge sagte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Das heißt, meint ihr denn, dass wir euch nur zum sinnlosen Spiel erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht werdet? Der Mann war verblüfft. Ein kleiner Junge antwortete ihm bereits mit dieser Antwort. Er fragte, wer ist dieser kleine Junge? Und man sagte zu ihm, es ist Hassan ibn Ali al-Askari, salatullahi wa salamu alayhi. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Thaniyatan irhamukum Allah. Daher, die abbasidischen Khalifen wussten, der Mahdi, ajallallahu faraju sharif, wird in Kürze kommen. Sei es jetzt Imam al-Askari, sie wussten nicht genau, deswegen waren die Imame stets unter Hausarrest und stets unter Beobachtung. Und als Imam al-Hadi a.s. von al-Mu'taz, dem abbasidischen Khalifen al-Mu'taz, getötet wurde, hat er gesagt, wir haben Imam al-Jawad reden lassen und schaut, was geschehen ist. Wir haben Imam al-Hadi reden lassen und schaut, was geschehen ist. Imam al-Hassan al-Askari, wir machen nicht denselben Fehler. Imam al-Hadi ist tot. Imam al-Askari soll sofort daraufhin auch getötet werden. Sie wollten ihn daraufhin sofort ebenfalls töten. Imam al-Askari war zu jener Zeit 22 Jahre alt. Das heißt, er betrat das Imamat im Alter von 22 und starb im Alter von 28 Jahren. Das heißt, 6 Jahre war er Imam, salatullahi wa salamuhu alayhi. Wenn ich zu schnell rede und ihr mitschreiben wollt, sagt ruhig Bescheid, ja? Inshallah. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Was hat der abbasidische Khalif al-Mu'taz getan? Er hat einen seiner Gefährten zu sich rufen lassen, namens Ibn Sa'id. Und er sagte, Ibn Sa'id, nimm al-Hassan ibn Ali al-Askari und geh mit ihm zu einer Reise. Und auf diese Reise sollst du ihn töten. Und wenn dich jemand fragt, was passiert ist, sagst du, auf der Reise ist ein Unfall geschehen, Al-Hassan ibn Ali al-Askari ist gestorben und so ist das Leben, nach dem Motto. Die Gefährten vom Imam haben davon etwas mitbekommen. Sie haben dem Imam sofort Briefe geschrieben, meinten, pass auf, Ibn Sa'id will dich abholen, er will mit dir eine Reise machen und er will dich dort umbringen. Der Imam sagte, macht euch keine Sorgen, in 3 Tagen wird dieser Ibn Sa'id selber getötet werden. 3 Tage später ist er getötet worden. Die Worte des Imams wurden wahr. Al-Mu'taz überlegte daraufhin, was sollen wir mit Al-Hassan ibn Ali al-Askari machen? Wenn ich ihn die Freiheit schenke, wenn ich ihn einfach so lasse, werden die Menschen zu ihm kommen, die Menschen werden ihn lieben, die Menschen werden ihn zum Imam nehmen. Wenn ich ihn töte, sieht man, was mit Ibn Sa'id geschehen ist. Was soll ich machen? Der beste Ort für ihn ist das Gefängnis. Und wieder mal kommt ein Imam für eine lange Zeit ins Gefängnis. Nach dem Tod von Imam al-Hadi a.s. brachte man Imam al-Askari ins Gefängnis. Aber es gibt 2 verschiedene Arten von Gefängnissen. Ein Gefängnis war ein öffentliches Gefängnis, das heißt für Diebe, für diejenigen, die Zina beispielsweise machen, für Mörder und so weiter. Da hat man die
die ganzen Verbrecher eingesperrt in einem öffentlichen Gefängnis. Die zweite Art des Gefängnisses der Abbasiden war ein Hausgefängnis. Was meine ich damit? Man hat den Imam unter Hausarrest gestellt. Er durfte sein Haus nicht mehr verlassen. Du bist hier drin, Wachen sind drumherum, er darf sein Haus nicht verlassen. Man hat ihn quasi bei sich zu Hause eingesperrt, unter Hausarrest gestellt. Sodass berichtet wird, dass der Imam, salawatullahi wasalamu alayhi, 750 Tage nur von Brot und Wasser gelebt hat. Man hat ihm jeden Tag nur 2 Brote gegeben und Wasser, das war's. Die Überlieferungen berichten, dass der Imam, salawatullahi wasalamu alayhi, nach dieser Zeit dünn war, zerbrechlich und schwach, weil er nichts anderes zu essen bekommen hatte. Und trotzdem, die Wachen kamen, sie wollten nach ihm schauen, sie fanden ihn auf dem Boden liegend, sie dachten, er ist gestorben, er ist tot, sie kamen näher und sahen, er war gerade im Sujud zu Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie seine Vorväter, salatullahi wasalam alayhi. Wir erinnern uns an Imam al-Kadhim alayhi salam, der sagte, als er das Gefängnis betrat, was sagte er? Er sagte, oh Allah, ich habe dich mein Leben lang darum gebeten, dass du mir eine Möglichkeit gibst, dir zu dienen. Ich danke dir, dass du mir jetzt diese Möglichkeit gegeben hast. Indem er der Imam ins Gefängnis gebracht wurde. Wer dankt Allah subhanahu wa ta'ala, oder wer denkt daran, Allah zu danken, wenn er ins Gefängnis kommt? Das ist vielleicht der letzte Gedanke. Heutzutage, die Menschen sind verheiratet, haben Kinder, haben eine Arbeit, aber eine kleine Sache passiert. Oh Allah, wieso hast du mich? Oh Allah, wieso tust du mir das an? Die Imame der Ahlul Bayt, alaihimussalam, lehren uns, mach das Beste aus deiner Situation. Egal in welcher Situation du kommst, sag nicht, ich wünschte, ich hätte so und so, wäre doch so und so. Mach das Beste aus der Situation, die du hast. Sheikh Muhammadi, möge Allah sein Leben verlängern. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir diesen Gelehrten hier haben und dass ich die Ehre habe, so viel Zeit mit ihm zu verbringen. Sheikh Muhammadi sagte bei einem der Gespräche mit ihm, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat niemals gesagt, ja laytani, hätte ich, wäre doch, wäre dies und jenes. Wie viele Gedanken verschwenden wir daran, wenn wir sagen, wäre doch das und das passiert, hätte ich doch das und jenes getan, dann wäre das und das geschehen, dann wäre das nicht passiert, sodass das geschehen würde. Wie oft verschwenden wir unsere Gedanken an sowas? Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat niemals gesagt, ja laytani, hätte ich. Und dann habe ich dem Sheikh gesagt, natürlich nicht, er ist auch ma'sum, er ist unfehlbar. Alles, was er macht, ist korrekt und richtig. Er sagte, nein, der Prophet sprach aus der Zunge der Menschlichkeit. Alles, was ihm widerfahren ist, hat er gesagt, das ist gut, so muss es geschehen. Wenn es jetzt in unserem Fall Fehler gegeben hat, dann lernen wir aus diesen Fehlern. Und der Sheikh hat ja darüber gesprochen. Wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben und uns bestrafen und uns tadeln wegen den Fehlern. Nein, wir lernen daraus, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns gezeigt hat, dass wir Fehler gemacht haben, aus denen wir gelernt haben. Der Imam salatullahi wasalamu alayhi hat uns genau das gelehrt. Er lehrte uns, egal in welcher Situation du kommst, mach das Beste draus. Ich bin im Gefängnis, heißt es, ich muss jetzt depressiv werden und traurig und keine Ahnung was. Nein, ich mache das Beste draus. Was mache ich? Ich verbreite die Worte von Al-Muhammad durch das Gefängnis heraus. Wo ist das Problem? Und genau das hat der Imam salatullahi wasalamu alayhi auch getan. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Der Imam hat die Menschen besonders durch 2 Eigenschaften angezogen. Sein Wissen und seine Großzügigkeit. Sein Wissen zum einen, dass die Menschen zu ihm kamen oder Briefe geschrieben haben mit Fragen. Und der Imam beantwortet diese Fragen, vor allem Fiqh-Fragen, vor allem Fragen zu dem Tafsir, zu der Interpretation des Heiligen Koran. Und wir haben auch letztes Mal gesagt, Imam al-Hadi, was viele nicht wussten, Imam al-Hadi ist neben Imam al-Sadr und Imam al-Baqir einer der Begründer des Fiqhs von Al-Muhammad, salatullahi wasalamu alayhim, sodass die Maraja' nicht Maraja' sein können, wenn sie nicht die Briefe von Imam al-Hadi und Imam al-Askari studieren, weil dort wichtige Fiqh-Botschaften versteckt sind, wo die Maraja' aus diesen Briefen extrahieren. Und der Imam a.s. im Gefängnis hat so gewirkt nach außen hin. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Beispielsweise viele Menschen haben im Gefängnis Großartiges vollbracht. Beispielsweise das Werk Al-Lum'a al-Dimashqiyya. Das werden jetzt sicherlich die wenigsten kennen. Fragt aber jeden Hausa-Studenten, den ihr kennt. Fragt ihn, was sagst du über das Werk Al-Lum'a al-Dimashqiyya? Er wird sagen, ohne dieses Werk können wir dem Fiqh nicht nahe kommen. Al-Lum'a al-Dimashqiyya hat Shahid al-Awwal in einer Woche im Gefängnis geschrieben. Ibn Khaldun hat sein Werk Al-Muqaddama ebenfalls im Gefängnis geschrieben.
Das heißt, hier sehen wir nochmal, die Menschen nutzen ihre Situation. Und das ist auch eine Lehre für uns. Wir wollen jetzt nicht nur pure Theorie quasi von dem Leben der Imame lernen. Das ist natürlich bereits Licht. Wir wollen Licht über Licht, nämlich aus dieser Biografie Lehren für unser Leben ziehen. Alles, was uns passiert, verschwendet niemals einen Gedanken daran, hätte ich, würde ich, wäre so und so. Sagt Alhamdulillah für alles, was geschehen ist. Es musste geschehen, aus den Fehlern lerne ich. Und ich bin Allah subhanahu wa ta'ala dankbar dafür, dass ich lernen kann aus diesen Fehlern. Wie viele Menschen machen jeden Tag den Fehler und wiederholen ihn und machen ihn bis zum Lebensende? Man muss dankbar dafür sein, dass man überhaupt erkannt hat, einen Fehler gemacht zu haben. Und allgemein, was geschehen ist, Allah subhanahu wa ta'ala dafür danken. Eventuell öffnen sich viel bessere und neue Tore durch diese Situation, die uns gerade widerfahren ist. Und das ist eine wichtige Botschaft von Imam Al-Askari, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Zu Imam Al-Askari wurden genauso wie zu seinen Vorvätern Menschen geschickt, Folterer geschickt, die ihn quälen sollten, die ihn foltern sollten. Ein Gouverneur der Abbasiden namens Saleh, er war bekannt für seine Härte und für seine Stärke und für seine Aggression. Er hat zwei Folterer zu Imam Al-Askari hereingeschickt. Er hat zwei Folterer geschickt, die besonders bekannt waren für ihre Aggression. Und diese zwei Folterer sind zu Imam Al-Askari gegangen und sollten ihn foltern und schlagen und demütigen. Einige Tage sind vergangen, die Menschen haben gesehen, diese zwei Folterer machen nichts. Sie sind zu diesem Gouverneur, zu Saleh gegangen und haben gesagt, oh Saleh, wir kennen dich als jemand, der besonders aggressiv ist, der besonders stark ist, der besonders rau ist gegen seine Feinde. Wir sehen Hasan Al-Askari, er ist wohlauf. Die Leute, die du zu ihm geschickt hast, die machen nichts mit ihm. Er sagt, frag nicht mich, geh zu den Wachen, geh zu den Folterern, diese zwei Leute, und fragt sie, was los ist. Sie gingen zu diesen beiden und sagten zu ihnen, weshalb foltert ihr Al-Hasan Al-Askari nicht? Weshalb macht ihr nichts? Und sie sagten zu ihm, wie sollen wir jemanden foltern, der am Tage fastet und der in der Nacht betet? Wann sollen wir ihn foltern? Und immer, wenn wir ihn sehen, sehen wir, dass seine Lippen sich bewegen aufgrund der Lobpreisung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaft habe ich persönlich bisher nur bei einem Menschen gesehen in meinem Leben. Das war bei einem Marjah in Qom, Sayyid Kamal al-Haydar. Ich habe nie gesehen, dass seine Lippen geschlossen waren. Immer haben sie sich bewegt und seine Sibha war da. Ich habe mit ihm geredet, was erzählt. Immer, man hat gesehen, dass seine Lippen sich bewegen und er Tasbih gemacht hat. Das ist dieser Zustand. Natürlich sage ich nicht, dass der Zustand jetzt vergleichbar mit dem Zustand der Imame der Ahlul Bayt ist, aber diesen Zustand hatten die Imame der Ahlul Bayt und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, dass sie nicht eine Sekunde getrennt waren vom Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und nur das ist der Grund, wieso sie Ma'sumin waren. Wenn man nicht getrennt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, solange man mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist, kann man keine Fehler machen. Man ist Ma'sum, geschützt. Wann macht man Sünden? Wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala getrennt ist. Deshalb können wir uns alle sicher sein, wenn wir sündigen, sind wir in diesem Moment nicht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben die Verbindung zu Allah getrennt. Und gemäß einer Überlieferung heißt es, die mir gerade einfällt, die Gottesfurcht, die ich hier auch schon mal erwähnt hatte, glaube ich, die Gottesfurcht ist wie ein Kleidungsstück. Im Moment der Sünde zieht der Gläubige dieses Kleidungsstück aus. Denn wie kann er gottesfürchtig sein und eine Sünde machen? Passt nicht. Das heißt, wenn der Gläubige sündigt, dann zieht er diesen Gewand der Gottesfurcht aus. Ist er mit der Sünde fertig, zieht er ihn wieder an. Was passiert mit Kleidung, die wir immer wieder ausziehen, anziehen, ausziehen, anziehen? Was passiert damit? Irgendwann leiern sie aus, sie passen uns nicht mehr. Und das ist der Zustand, wenn der Mensch den größten Verlust erleidet, wenn sein Herz versteint, wenn sein Herz Stein wird. Wenn es plötzlich heißt, die Tragödien der Ahlul Bayt, man hört sie, man kann nicht mehr weinen. Sie treffen einen nicht mehr. Das ist dieser Zustand, wenn das Herz hart wird. Und das ist ein wirklich schwieriger Zustand, aus diesem wieder rauszukommen. Das heißt, wir sehen, der Zustand der Imame, der Ahlul Bayt, salatullahi wassalamu alayhim. Deswegen, viele, wenn wir gefragt werden, wieso, was sagt ihr darüber, wieso sind sie Ma'sumin? Wir sagen, ja, Allah hat sie gereinigt. Stimmt, Allah hat sie gereinigt, Allah hat sie unfehlbar gemacht. Aber geht darauf ein und erklärt, wie diese Unfehlbarkeit zustande kam. Wie kam diese Unfehlbarkeit zustande? Die Imame haben ihren Teil dazu beigetragen.
Die Imame haben dafür gesorgt, dass ihre Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala niemals unterbrochen wird. Erst dann konnten sie unfehlbar werden. Deswegen sagt der Koran, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Dieser Tathir, diese absolute Reinheit und diese Unreinheit fernhalten, die kommt nur dadurch, weil die Verbindung immer mit Allah subhanahu wa ta'ala war. Daher die Folterer, als sie gefragt wurden, wieso foltert der Imam al-Askari nicht? Wann sollen wir ihn foltern? Am Tage fastet er, er ist schwach, er ist am Fasten. Wie können wir kommen und ihn foltern? In der Nacht ist er nur am Beten. Wenn wir ihn sehen, er lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala. Wann sollen wir ihn foltern? Das waren die Zustände der Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wa salamuhu alayhim. Ein anderer Wache, und wie letztes Mal erwähnt, ihr liebt Geschichten, ich auch übrigens. Eine andere Wache sollte ebenfalls auf Imam al-Askari alayhi salam aufpassen. Und diese Wache brachte, eines Tages kam ein Anhänger von Imam al-Askari zu dieser Wache und gab ihm 5 Granatäpfel. Er sagte, diese Granatäpfel, Imam Hassan al-Askari hat jeden Tag nur Brot und Wasser, bring ihm wenigstens diese Granatäpfel, damit er diese essen kann, damit er wenigstens ein bisschen Abwechslung hat. Und die Wache, weil er diesen Schiiten kannte, weil sie gute alte Freunde waren, hat er gesagt, okay, ich nehme es, ich bringe es zu Imam al-Askari. Er nahm diese 5 Granatäpfel, brachte sie zu Imam al-Askari und gab sie ihm. Imam al-Askari, er sagt zu ihm, das ist einer deiner Anhänger, er hat dir Granatäpfel gebracht und er sagte, du sollst sie essen als Abwechslung. Der Imam nahm es dankend an und hat sie zur Seite gelegt. Der Imam bemerkte aber nach einer Zeit, diese Wache hat die ganze Zeit auf diese Granatäpfel geschaut. Die ganze Zeit, der Imam guckt zur Wache, die Wache schaut auf die Granatäpfel und dann guckt er weg. Der Imam sagte, was ist los? Wenn du einen Granatapfel möchtest, hier komm, nimm. Er sagte, nein, nein, ist schon okay, ist schon okay. Er sagte, nein, komm und nimm einen Granatapfel, vielleicht ist es gerade warm, vielleicht hast du gerade Appetit drauf, hier nimm und iss eine. Die Wache kam, hat eine genommen, aber nach einer gewissen Zeit hat der Imam gesehen, dass er diese Granatapfel nicht gegessen hat. Er hat sie beiseite gelegt. Diese Wache, die von Imam al-Askari einen Granatapfel bekommen hat, hat es nicht aufgegessen, er hat es zur Seite gelegt. Und der Imam fragte, wieso hast du es nicht gegessen? Er sagte, nein, ist okay, frag nicht. Er sagte, nein, erzähl mir, wieso hast du die Granatapfel nicht gegessen? Er sagt, ich habe zu Hause Kinder, die Granatäpfel lieben und ich möchte es für meine kleinen Kinder aufheben. Und der Imam a.s. nahm die restlichen 4 Granatäpfel und sagte, hier, nimm alle für deine Kinder. Die Wache sagte, nein, das kann ich nicht annehmen. Er sagte, nein, ich kann nicht mit dem Gedanken leben, dass deine Kinder Granatäpfel lieben und ich diese habe und nicht sie. Das ist die Großzügigkeit der Ahlul Bayt alayhim assalam. Ja Rahmatullah, ja Al-Wasi'a. O weite Barmherzigkeit Allahs. Diese weite Barmherzigkeit, wenn wir diese sehen wollen, dann schauen wir auf die Imame der Ahlul Bayt salatullahi wassalamu alayhim. Dann schauen wir auf die Eigenschaften dieser Imame. Wenn wir sagen, Allah ist großzügig, wir möchten die Großzügigkeit Allahs sehen. Diese Großzügigkeit Allahs zeigt sich durch die Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wa salamu alayhim. Ganz obgleich, wer jetzt kommt und sagt, das ist Schirk und Kufr und keine Ahnung was, das kommt daher, weil diese Menschen Allah subhanahu wa ta'ala nicht erkannt haben. Und wenn man etwas sagt, dann denken sie, wir stellen sie auf die gleiche Stufe wie Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir sagen, die Imame der Ahlul Bayt sind die Verkörperung der schönsten Namen Allahs, weil Allah subhanahu wa ta'ala dies wollte und weil alles von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und sie diese Gnade durch Allah subhanahu wa ta'ala erhalten haben. Und wie in einer Überlieferung von Imam Rida, salatullahi wa salamu alayhi, dort heißt es, dass er befragt wurde bezüglich dem Vers, قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Also der Vers im Heiligen Koran, sprich, rufet Allah an oder rufet den Al-Abama an, wen auch immer ihr anruft, so gebühren ihm die schönsten Namen. Das ist ein Vers im Heiligen Koran und der Imam sagte bei Allah, wir sind die schönsten Namen Allahs und niemand kann zu Allah kommen, außer durch uns. Außer durch uns, die Imame der Ahlul Bayt, salawatullahi wa salamu alayhim. Deshalb in Ziyara al-Jami' al-Kubra, in dieser reinen Ziyara, die von Imam al-Hadi alayhi salam stammt, die wir letztes Mal erwähnt hatten, in dieser reinen Ziyara heißt es, Man aradallah bada'a bikum. Wer Allah will, wer zu Allah möchte, der fängt mit euch an. Ihr seid der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Deswegen ist auch die Erkenntnis der Imame, salatullahi wa salamu alayhim, umso wichtiger. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Daher die Erkenntnis der Imame aus aller Hinsicht, sei es aus der Hinsicht der Biografie, was wir gerade machen, oder sei es aus der Hinsicht der wahren Erkenntnis ihres Ranges und ihrer wahren Existenz bei Allah subhanahu wa ta'ala. Nachdem also die Abbasiden gesehen haben, egal wen wir zu Imam al-Askari schicken, er wird von ihm beeinflusst. Wir schicken die Wachen zu ihm, sie werden seine Anhänger. Wir schicken andere Leute zu ihm, die ihn foltern sollten, die werden ruhig und machen nichts. Und einer der obersten Wachen, der war besonders aggressiv. Er sagte, ich kümmere mich drum. Er sagte, ich habe zu Hause bei mir im Garten wilde Tiere im Käfig gesperrt. Und diese werde ich einige Tage nicht füttern und dann hole ich Imam al-Askari und bringe sie zu diesen Tieren rein, damit sie von seinem Fleisch kosten. Ja, schaut, auf welches Niveau sich die Menschen begeben haben. Sie haben solch eine Perle und solch einen Schatz wie Imam al-Askari unter sich und der einzige Gedanke in ihren Köpfen ist, wie kann ich ihn am besten töten? Er nahm also Imam al-Askari und brachte ihn nach Hause. Seine Frau, die Frau von dieser Wache, sagte, wer ist diese Person? Er scheint mir, dass es keine normale Person ist. Er sagte, das ist Hassan ibn Ali al-Askari. Und sie sagte, ist er von der Linie des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi? Er sagte, ja. Er sagte, pass vor diesen Leuten auf, komm ihnen nicht zu nahe. Diese Leute sind mit Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, wer bist du schon? Was glaubst du, wie du mit mir reden kannst? Geh weg von mir. Er sagte, ich bringe ihn jetzt zu meinen Tieren nach draußen, Löwen und Tiger und so weiter, alle hungrig, mehrere Tage nichts gegessen und sie sollen dann endlich von seinem Fleisch kosten. Sie sagte, nein, tu das nicht, wie kannst du? Er sagte, lass mich. Er hat ihn zu den Tieren reingebracht. Er kam wieder ins Haus rein, seine Frau hat mit ihm geredet, hol ihn raus, wie kannst du nur? Nach einer Zeit sagte sie, okay, hab wenigstens Anstand, respektier dich selber, geh rein, hol seine Überreste wenigstens, was von ihm übrig geblieben ist. Hol ihn und begrab ihn wenigstens, bestatte ihn wenigstens. Und er sagte, okay, das mache ich. Er ging raus und er sagt selber, in der Überlieferung heißt es selber, er sagte selber, ich schwöre bei Allah, ich sah Imam Hassan al-Askari im Sujud und die Tiere neben ihm waren in einer demütigen Haltung. Er sagte, ich konnte nicht glauben, was meine Augen da gerade sehen. Diese Tiere haben seit mehreren Tagen nichts gegessen. Nichts hatten sie. Ich konnte nicht glauben, wie sie Imam al-Askari nicht angegriffen haben. Er konnte es nicht glauben. Er sah diese Wunder mit seinen eigenen Augen. Aber das Herz des Menschen, der Verstand des Menschen, der lehnt diese Sachen ab. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Und wisst ihr, als der Sohn dieses Mannes krank war, zu wem er ging? Zu wem wohl? Zu Imam Hassan al-Askari alayhi salam. Als sein eigener Sohn krank wurde, ging er zu Imam al-Askari und sagte, oh Hassan ibn Ali, ich weiß, ich war grob zu dir, ich weiß, ich habe dich schlecht behandelt, mein Sohn ist krank, ich weiß, du hast eine hohe Position bei Gott, bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Genesung für meinen Sohn. Was sagte der Imam? Nein, du wolltest mich töten, du hast mich schlecht behandelt, du hast dies und jenes mit mir gemacht. Der Imam sagte, ich werde für ihn beten. Komm, wir lesen ein Dua für deinen Sohn. Sie haben ein Dua gelesen, der Imam hat Dua für seinen Sohn gemacht. Der gleiche Mann erzählt, er sagt, ich kam nach Hause und sah meinen Sohn kerngesund, als wäre nie irgendetwas gewesen. Das ist, wenn wir von der Barmherzigkeit und Gnade und Güte der Imame sprechen, dann ist das die Barmherzigkeit und Güte der Imame, salatullahi wassalamu alaihim, die wir nicht begreifen können, die wir uns nicht vorstellen können. Jemand, der uns töten wollte, wir gehen und beten für ihn und für seinen Sohn und tun ihm Gutes. Jemand, der uns 250 der uns 750 Tage nur Brot und Wasser gegeben hat, dem geben wir das Essen, was wir zusätzlich bekommen. Keiner würde auch nur daran denken. Das sind die Imame der Ahlul Bayt, alayhim salam. Deswegen sagen wir, wir befolgen niemanden sonst außer diese Menschen, denn sie sind es würdig, befolgt zu werden. Die Familie von Muhammad wa al-Muhammad, salatullahi wa salamuhu, alayhim ajma'in. Und der Imam, alayhi salam, hat eines der wertvollsten Bücher uns hinterlassen, nämlich Tafsir al-Quran von Imam al-Askari a.s. Wir haben ein Tafsir, eine Interpretation des Heiligen Korans von Imam al-Askari a.s. Und auch hier stellt sich die Frage, wer von uns kennt überhaupt dieses Buch oder hat jemals was davon gehört?
Natürlich. Es mag sein, dass darüber Meinungsunterschiede gibt, ob es wirklich von Imam al-Askari stammt oder nicht. Ja, das ist ein anderes Thema, aber dass man sieht, dass man sich nicht um die Werke von den Imamen alayhi salam gekümmert hat. Einmal kam ebenfalls jemand zu Imam al-Askari alayhi salam und er sagte zu ihm: O Imam, es gibt eine Person namens Ishaq al-Kindi, er hat ein Buch geschrieben und wir verzweifeln gerade an diesem Buch. Bitte, O Imam, hilf uns. Er sagte: Wieso, was für ein Buch? Sie sagten zu ihm, dieser Ishaq al-Kindi hat ein Buch geschrieben namens Die Widersprüche im Koran. Und wir wissen nicht, wie wir darauf antworten können. Und er leitet die gesamten Muslime irre dadurch. Hilf uns, was sollen wir machen? Weil, ihr habt vielleicht davon gehört, einige Islamkritiker, sogenannte Islamkritiker, die dann kommen und angebliche Widersprüche im Koran finden. Beispielsweise, eines der Widersprüche, die in diesem Buch von Ishaq al-Kindi damals aufgeführt wurden, war, Allah subhanahu wa ta'ala sagt an einem Vers und heiratet eine, zwei oder drei oder vier Frauen. Auf der anderen Seite heißt es im Koran aber, und ihr werdet sie niemals allesamt gerecht behandeln können. Wie kann es sein, dass Allah auf der einen Seite sagt und heiratet ein, zwei, drei oder vier Frauen, auf der anderen Seite heißt es, ihr werdet sie niemals gleich behandeln können. Wenn man sie nicht gleich behandeln kann, dann darf man auch nicht mehrere heiraten. Ist also ein scheinbarer Widerspruch. Und die Lösung dafür ist ganz einfach. Die Gerechtigkeit setzt sich dadurch zusammen, dass man sie finanziell gerecht behandeln kann, dass man sie durch andere Aspekte gerecht behandeln kann, aber niemals durch die Liebe allesamt alle gleich behandeln kann. Man kann nicht sagen, ich liebe die erste Frau zu 22,5%, die andere zu 37%, die andere zu... Es ist schwierig, sowas zu machen. Das ist einfach die Lösung. Oder andere Verse, wo scheinbare Widersprüche zu finden sind, aber die in Wirklichkeit anders gelöst werden. Sie sagt nur, Imam, hilf uns, wie sollen wir mit ihm umgehen? Was sollen wir machen, damit wir diese Widersprüche auflösen können? Und der Imam a.s. sagte, das ist ganz einfach. Stellt ihm nur eine Frage. Was ist diese Frage? Er sagte zu ihm, geht zu Ishaq al-Kindi und sagt ihm, ist es möglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran etwas anderes mit dem Vers meinte, als das, was du verstanden hast? Eine ganz einfache, simple Frage, die Ishaq al-Kindi dann gestellt wurde. Die Gefährten gingen zu ihm hin. Sie sagten zu ihm die gleiche Frage. Sie sagten, glaubst du oder ist es möglich, allein von der Möglichkeit her, ist es möglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Versen, die du aufgezählt hast in deinem Buch, etwas anderes meinte, als das, was du verstanden hast? Er überlegte kurz, er sagte, ja, natürlich. Sie sagten zu ihm, wieso sagst du dann nicht, dass deine Interpretation eventuell falsch sein könnte? So, aus dieser Perspektive hat er es nie betrachtet. Er sagte, wer hat euch gesagt, dass ihr mich sowas fragen solltet? Sie sagten, ja, wir haben uns selber das überlegt. Er sagte, nein, 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 keiner von euch kann auf so eine Frage kommen. Sagt mir, wer euch diese Frage gestellt hat oder gesagt hat, dass ihr sie an mich weiterleiten solltet. Und sie sagten zu ihm, es war Hassan ibn Ali al-Askari alayhi salam. Und er sagte, nur einer von der Linie des Propheten kann solch eine Frage stellen. Weil dadurch wurde sein gesamtes Fundament zerbröckelt, zerstört. Damit schließt er quasi nicht aus, dass er falsch liegen könnte. Damit kann er nicht mehr die komplette Wahrheit für sich beanspruchen, wie er es im Vorfeld getan hatte. Eine einzige Frage, die so simpel ist wie keine andere, die aber das gesamte Fundament seines Werkes auseinandergebracht hat quasi. Wir sehen also an erster Linie, die Abbasiden, die Khalifen, sie kannten Imam al-Askari, aber sie haben ihn weggesperrt. Und teilweise haben sie sich sogar für dieses Verhalten geschämt vor anderen. Wie? Eine ganz bekannte Begebenheit, die sicherlich einige kennen. In Samarra gab es einst eine große Dürre, kein Regen mehr. Es gab keinen Regen mehr, eine große Dürre, die Menschen haben gelitten. Und der damalige Khalif, er sagte, Al-Mu'tamid, er sagte, holt alle Leute von Samarra, wir gehen nach draußen, wir beten das Gebet des Regens, auf das Allah subhanahu wa ta'ala wieder Regen hereinregnen lässt quasi. Alle Muslime haben sich versammelt, sie haben gebetet und gebetet und der Khalif, der Muslime in erster Linie, nichts geschah. Dann, was passierte? Ein christlicher Gelehrter kam. Er hat Dua gemacht, dass es regnen soll und auf einmal regnete es in Strömen. Die Muslime waren verwirrt. Was ist geschehen? Manche haben sogar angefangen zu zweifeln und haben gesagt, vielleicht ist die
Vielleicht ist das Christentum die richtige Religion. Wir beten hier seit Stunden mit dem Khalif der Muslimen, der von sich behauptet, er ist Khalifatullah ala Arda, der Khalif Gottes auf Erden. Nichts geschah. Ein Christ kommt, betet kurz und schon regnet es in Strömen. Was ist geschehen? Al-Mu'tamid war außer sich, als er hörte, dass die Muslime angefangen haben, an ihn zu zweifeln. Nicht, weil er Angst um ihre Religion hatte, er hatte Angst um seine Macht. Er sagte, wo ist Hassan al-Askari? Er sagte, wie, was meinst du? Du hast ihn doch eingesperrt, er ist unter Hausarrest, unter deinem Befehl. Er sagte, ja, holt ihn raus. Sie haben ihn geholt und ihn gefragt, was geschehen ist. Er sagte, der Imam sagte, ruft nochmal zu einem Gebet zusammen. Ruft nochmal diesen Christen zusammen. Und wenn ich dir das Zeichen gebe, sollst du seine Hand öffnen und schauen, was in seiner Hand ist. Und genau das geschah. Sie haben alle wieder rufen lassen. Der christliche Gelehrte kam wieder. Sie sagt zu ihm, bete zu Allah, dass es wieder regnet. Und er hat das Gebet gemacht und es regnete. Und der Imam gab Al-Mu'tamid das Zeichen, er öffnete seine Hand und sah etwas, was in seiner Hand war. Ein Stück Knochen. Und sie fragten den Imam, was ist das, was dieser Christ in der Hand hält? Er sagte zu ihnen, das ist ein Stück Knochen von eines der Propheten. Dieser Christ hatte dieses Stück Knochen in der Hand, hat Allah darum gebeten und gesagt, O Allah, beim Recht dieses Propheten, lass es regnen, und es hat geregnet. Als die Christen dann diese Lösung hörten, weil sie wussten selber nicht, was los ist, als sie das hörten, sagten sie, wer ist dieser Hassan ibn Ali al-Askari? Wo? Jetzt hört euch dieses traurige Ereignis an. Sie sagten zu ihm, zu Al-Mu'tamid, wo ist die Universität, wo er lehrt? Wo ist die Bibliothek, wo er ist? Wo ist die Schule, wo er lehrt? Wo ist sein Palast, wo er wohnt? Weil so eine Person, die so ein Wissen hat, die muss irgendwo unterrichten, die muss irgendwo viele Schüler haben. Und Al-Mu'tamid hat sich geschämt zu sagen, ich habe ihn unter Hausarrest gesetzt. Aber sie haben es erfahren und haben gesagt, wie kannst du nur, wehe dir, wie kannst du nur jemanden so wie ihn unter Hausarrest stellen? Und was wir heute zum Schluss vom Leben unseres Imams a.s. lernen, eines der schönsten Überlieferungen, die uns allen nützlich sein kann fürs Leben, inshallah. 5 Zeichen eines wahren Gläubigen, 5 Zeichen eines Schiiten, was wir alle, inshallah, sein möchten. Imam al-Askari a.s. hat uns 5 Zeichen gelehrt, woran man einen Gläubigen erkennt. Erstens, er betet auf Erde, von Imam Abi Abdullah al-Hussein a.s. auf Erde von Karbala. Ja, generell ist es im Fiqh, das wissen wir alle spätestens seit der Unterrichtseinheit zum Gebet. Das Gebet ist auf alles gültig, was nicht gegessen und nicht getragen werden kann, was der Erde entsprungen ist. Normale Erde kann man darauf beten. Aber das Gebet ist besonders bevorzugt, wenn es aus Erde besteht, das aus der Erde von Karbala kommt, aus der Erde von Imam Abi Abdullah al-Hussein, salawatullahi wa salamu alayhi. Und deswegen sagte auch der Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi, bezüglich dem Gebet auf Erde, innama ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Immer wenn ihr gefragt werdet von unseren sunnitischen Geschwistern, wieso betet ihr auf Erde? Dann sagt ihr, der Prophet, sallallahu alayhi wa alayhi, sagte, innama ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Also, die Erde wurde mir als ein Ort des Gebets und ein Ort der Reinheit gemacht. Also Erde, nicht die Erde als Gesamtes, sondern wirklich Erde, also der Staub. Wieso? Eine andere Fiqh-Frage, nämlich die Erde ist auch reinigend. Inshallah, wenn wir zum entsprechenden Thema im Fiqh kommen, dann werden wir auch erfahren, dass genauso wie Wasser reinigend ist, auch Erde reinigend wirken kann. Ja, deswegen, das entspringt auch diesem Hadith. Und auch eine weitere Überlieferung bei den Sunniten, bei den Schiiten, dass beim Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi, dass wenn er vom Gebet kam, dass man hier Spuren von Erde auf seiner Stirn gesehen hat. Jetzt die Frage, wieso betet man nicht auf Teppiche? Diese Teppiche und dieser Stoff, die kamen in der Moschee des Propheten 300 Jahre nach seinem Tod. Ja, das ist auch eine Information, die wertvoll ist, diese Teppiche und dieser Stoff in der Moschee des Propheten, die kam 300 Jahre erst nach dem Tod des Propheten, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Zweitens, das zweite Zeichen, woran erkennt man einen wahren Gläubigen, einen wahren Schiiten? Der Imam sagte, sie beten 51 Rakaat am Tag. 51 Rakaat, wir haben schon Probleme mit den 17 Pflichtgebeten. 51, welche sind das? Mal schauen, ob wir diese aufzählen könnten. Du weißt es sowieso, als bester Schüler. Erstmal die 17 Pflichtgebete. 2 Morgengebet, 4 Mittag, 4 Nachmittag, 3 Abend, 4 Nachtgebet, sind schon mal 17 Gebete. Plus
die 11 Salatul Layl. 11 Salatul Layl, 17 plus 11 sind wir bei 28. Was kommt noch dazu? Die Nafila-Gebete. Morgengebet, wie viele? 2. Mittagsgebet, wie viele? 8. Richtig, 8. Nachmittagsgebet, wie viele? Auch 8. Abendgebet, wie viele? Nein. 4, richtig. Und Nachtgebet? 2 im Sitzen, 1 im Stehen, richtig. Wenn man diese alle hinzu, also insgesamt zählen würde, würde man auf 51 Rakat kommen. Der Imam sagte, von den Zeichen unserer Schia ist es, dass sie am Tage 51 Rakat beten. Drittens, sie tragen einen Ring an der rechten Hand. Sei es ein Aqiq-Ring, sei es ein Fairuz-Ring, ein Dur-Najaf-Ring. Diese Ringe, sie sind nicht nur zum Schmuckstück da, weil es gut aussieht. Diese Ringe haben gemäß den Überlieferungen der Ahlul Bayt Wirkungen auf den Menschen. Sie erhöhen den Rizq auf den Menschen. Sie wenden den bösen Blick ab. Sie wenden Schaden von der Familie ab. Deshalb soll man nicht nachlässig damit umgehen. Es ist eine Empfehlung der Imame der Ahlul Bayt, einen Ring an der rechten Hand zu tragen. Sei es Aqiq, sei es Fairuz, sei es Dur al-Najaf. Wenn ihr in den entsprechenden Ländern seid, kauft euch diese Ringe. Oder im Shia-Shop. Diese Ringe sind wirklich von der Empfehlung der Ahlul Bayt a.s. durchaus sehr stark. Viertens, sie sagen bei jeder Handlung Bismillahirrahmanirrahim. Sie sagen bei jeder Handlung, alles was sie beginnen, Bismillahirrahmanirrahim. Wir, heutzutage ist es so, dass wir nur beim Gebet Bismillahirrahmanirrahim sagen. Nur im Gebet, nur wenn wir Surat al-Fatiha und die nächste Sura lesen. Beim Essen vergessen wir es, wenn wir die Moschee betreten, vergessen wir es. Wenn wir das Haus verlassen, betreten wir es. Wenn wir im Haus reinkommen, vergessen wir es. Wenn wir auf der Straße laufen, vergessen wir es. Wir vergessen das Wort Bismillahirrahmanirrahim. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala den gesamten Koran mit Bismillahirrahmanirrahim gestartet hat, außer Surat al-Tauba. Und diese hat er nachgeholt in Surat al-Naml, ja, wo gesagt wird, innaha min Sulaiman, wa innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Also viertens, Bismillahirrahmanirrahim sagen sie bei jeder Handlung. Und fünftens, glücklich sind diejenigen, die gerade im Irak sind bei Imam al-Hussein a.s. Das fünfte Zeichen ist Ziyaratul Arba'in bei Imam Abi Abdullah al-Hussein salatullahi wa salamu alayhi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden von euch diese Möglichkeit gewähren, an der Ziyara von Imam Abi Abdullah al-Hussein salatullahi wa salamu alayhi teilzunehmen. Und wie ich gehört habe, dieses Jahr, Allahu A'lam, ob es stimmt, 27 Millionen Menschen sind zu dieser Ziyara aufgebrochen. Welcher Mensch auf dieser Erde sonst, wegen ihm, dass sich so viele Menschen versammeln? Wegen wem versammeln sich so viele Menschen wie ich, als über Imam al-Hussein a.s.? Wenn man daran denkt, es verschlägt einem die Sprache. Man weiß nicht, was man sagen soll. Jedes Jahr im Hajj 3 Millionen eventuell. 27 Millionen Menschen sind auf dem Weg zu Imam al-Hussein a.s., um ihren Bund mit ihm zu erneuern. Und inshallah sind wir alle im nächsten Jahr um diese Zeit bei Imam al-Hussein a.s. in Karbala und vollziehen diese Ziyara des Imams alayhi afdalus salatu wassalam. Bis dann letztendlich Imam al-Askari a.s. 28 Jahre alt wurde und das Gift sich in seinem Körper breit gemacht hat. Und der Imam a.s. einen Gefährten zu sich gerufen hat, namens Abu al-Adyan. Er sagte, Abu al-Adyan, in 15 Tagen werde ich sterben. Nimm diese Briefe und geh damit nach Baghdad. Triff dich mit einer Person namens Ahmed ibn Hassan. Gib ihm diese Briefe. Sie sind Antworten auf Fragen der Menschen aus Baghdad. Und o Abu al-Adyan, wenn du wieder zurückkommst, wirst du die Nachricht hören, dass ich verstorben sei. Und Abu al-Adyan sagte, o mein Meister, und wie soll ich erkennen, wer der Imam nach dir ist? Und der Imam a.s. sagte, es ist derjenige, der dich nach den Briefen befragen wird, die du aus Baghdad mit neuen Fragen zurückbringst. Und es ist derjenige, der das Gebet auf mich verrichten wird. Und es ist derjenige, der weiß, wie viel Chums sich in einem Beutel befinden. Und falls ihr euch erinnert, in der Biografie von Imam Sahib al-Asr wa-Zaman haben wir das ebenfalls erwähnt gehabt, diese Begebenheit. Und dann ging Abu al-Adyan nach Baghdad, er traf sich mit Ahmed ibn Hassan, er gab ihm die Briefe, er holte neue Briefe ab, er kam zurück nach Samarra und hörte die Nachricht,
al-Hasan ibn Ali al-Askari ist verstorben. Und er wartete auf die Zeichen. Er sah, man wollte das Gebet auf den Imam verrichten. Sein Bruder Ja'far trat hervor und sagte, ich bin der Imam nach ihm, ich verrichte das Gebet. Und plötzlich trat ein 5-jähriges Kind hervor und sagte, o Onkel, tritt beiseite, ich habe mehr Anrecht darauf, das Gebet auf meinen Vater zu verrichten als du. Und das war der Zeitpunkt, wo Imam Sahib al-Asr wa-Zaman, ajjalallahu farajahu al-Sharif, das erste Mal in der Öffentlichkeit zu sehen war, als 5-jähriges Kind. Und er hat damit sein Imamat kundgetan vor den Menschen. Und dann wandte sich der Imam a.s. zu Abu al-Adyan und sagte, wo sind die Briefe aus Bagdad mit neuen Fragen? Mein Vater ist tot, ich bin es derjenige, der diese Fragen nun beantwortet. Und als drittes, eine Gruppe aus Qom kam und hatte Khums dabei in einem Beutel. Und sie fragen, wo ist al-Hasan ibn Ali al-Askari? Und man sagte, er ist verstorben. Sie sagten, wer ist der Imam nach ihm? Und man sagte, es ist Ja'far. Und sie gingen zu Ja'far und haben gefragt, wie viel Khumsgeld ist in diesem Beutel? Und er sagte, denkt ihr, ich kenne das Verborgene? Ich habe keine Ahnung. Und ein Gefährte, der da war, er sagte, es sind 1010 Dinar in diesem Beutel drin. Und sie sagten, richtig, wer hat dir das gesagt? Und er sagte, dies sagte mir mein Meister Al-Hujja ibn al-Hasan, salawatullahi wa salamuhu alayh, der mich dies gelehrt hatte. Und ab da an begann die kleine Verborgenheit des Imam Al-Hujja, hajjalallahu ta'ala faraja al-Sharif. Und über seine Biografie hatten wir bereits gesprochen. Walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali bayti al-tayyibin al-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.